Guten Tag, ja, was geht? Hier ist wieder Tobi, wir sind zurück bei FIFA 17 in der Karriere mit Alexander bei The Journey. Gucken wir, was geht in den Social-Media-Dingern ab. Eine Niederlage, wie sie Alexander und Newcastle Leute einstecken musste, ist immer hart, egal in welcher Liga. Gelb für Alexander. Jetzt kapiere ich, warum Arsenal uns diesen Alexander geschickt hat. 0-1 gegen Birmingham. Nächstes Mal wäre ich von Arsenal fast schon mit einem Remis zufrieden. Ich glaube, wir sollten Hunter zurückholen. Hashtag Fehler. Ja, heute ein bisschen freies Training. Yay. Nee, das war beim letzten Mal echt unfassbar enttäuschend. Bei Regen vor eigenen Zuschauern. So eine schlechte Leistung. Puh, das war wirklich... das war schlecht. So, gucken wir mal, wo können wir uns vielleicht noch ein paar Sachen dazu holen. Das? Ah, wobei, das ist so eine doofe Übung, ne? Ja. Das ist eine doofe Übung. Vielleicht ein paar Passübungen. Wir nehmen einfach mal das hier. So. Trainieren das Ganze dann mal. Gut, das kennen wir ja schon. Wir treffen halt nur die Zielscheibe und nicht mal das Tor. Torwart ist aber auch Kacke. Sehr schön. Unsere Schüsse sind aber auch gut, ehrlich gesagt. Ich würde ganz gern die Zielscheibe treffen, aber gut, wir sind schon bei exzellent. Gut, das ist in Ordnung und jetzt noch eben die zweite Übung, El Rondo. Den Gegner nicht an den Ball kommen lassen. Okay. No. Okay, wir müssen das so schnell wie möglich machen. Mist. Bisher ist das noch nicht zufriedenstellend. Ein Versuch haben wir dann noch. Das ist jetzt unser letzter. Ah. C, knapp. Na komm, das machen wir nochmal. Die Übung ist ganz cool. Mann, ich bin halt auch Kacke. Okay, da war das erste halt tatsächlich besser. Wenn man das System von diesem El Rondo rausgekriegt hat, geht das ja, aber... Also hier gibt es bestimmt ein System dahinter. Die laufen bestimmt auch in einem gewissen System. Wenn man das raus hat, ist das, glaube ich... zu meistern. Ja.
Ja, wenn man die Klappe nebenbei hält, geht's sogar. Gehört, wir stellen Weltrekord auf. El Rondo. Sehr schön. So. So. Sehr schön. Alles geht hier nach oben. So wollen wir das sehen. So, und ich würde meinen, jetzt geht's doch dann ins nächste Spiel, oder? Ja, gegen Chef Wett stand doch da gerade, oder? Oder habe ich da gar was falsch gelesen? Ne, gegen Chef Wett. Alles klar, wir spielen heute mal wieder als Stoßstürmer. Besten Dank dafür. Außer im Europapokal. Ein Traum. Wie hätte das wohl ausgesehen, wenn wir Hunter nicht vom Hof gejagt hätten? Ha, also Arsenal ist demnach international ja schon geflogen. Aus dem Europacup rausgeflogen. Soll ich dieses Spiel etwa allein gewinnen? Hashtag stinksauer. Nach dem Ausscheiden aus dem Europacup kann sich die Mannschaft auf ein gutes Abschneiden in der Premier League konzentrieren. Mache ich mir Sorgen? Nö, kein Stück. Brauchst du nicht. Hunter ist da. Hunter ist da, um zu regeln. So. Sheffield Wednesday müsste das sein, ne? Von Silo et Animas. Denkt an die Tiere, ja? Denkt immer an die Tiere. Sheffield Wednesday. Heißen die jetzt überhaupt wirklich so? Das versuche ich gerade mal schnell rauszufinden. Sheffield Wednesday. Heißen die so? Sie heißen Sheffield Wednesday. Ja. Gegründet 1867 ist neben Sheffield United eine von zwei bedeutenden Fußballmannschaften in der englischen Stadt Sheffield. Die Mannschaft wird auch The Owls genannt und spielt in den blau-weiß gestreiften Hemden. Die Owls, die Eulen. Also. So. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir mal ran gegen die Eulen. Sheffield Wednesday, Newcastle United. Let's go. Wir hoffen auf ein besseres Spiel als beim letzten Mal, denn gegen Birmingham sah das, was wir gemacht haben, wirklich nicht allzu stark aus. Haben dann, es war ja auch nicht so, dass wir gar keine Chance hatten. Die wir hatten, haben wir dann halt auch liegen gelassen. Hunter, Tor, Abseits. Schade. Also, erster kleiner Aufreger in dieser Partie, aber ich nehme mal an, das Abseits hat gestimmt. Allein diese ersten Minuten kommen mir besser vor als das, was wir gegen Birmingham gemacht haben. Das Abseits hier in Richter, also hier mit viel Arbeit. Nein, aber das hier kommt mir halt wirklich schon besser vor als das gegen Birmingham. Gegen Birmingham waren wir quasi mental gar nicht auf dem Platz. Sieht hier schon ganz anders aus. Hier haben wir auch schon direkt mal die ein oder andere Chance gehabt. Das hilft natürlich, um sich da noch ein bisschen besser einzufinden. Jedes Spiel ist natürlich immer eine neue Herausforderung. So. Auch Sheffield jetzt mal mit dem ersten Abschluss, aber der war zugegebenermaßen nicht allzu gefährlich. Langer Ball in Richtung Hunter. Der ist gar nicht mal schlecht. Hunter! 1-0. Wie kann das denn passieren, dass Alex Hunter so an den Ball kommt? Da muss sich die Defensive der Gastgeber aber dann was anhören.
Also, das darf nicht passieren. Dass Alexander an diesen Ball kommt. Puh. Grenzt an defensive Arbeitsverweigerung. Ein langer Ball und dann ist Hunter einfach auch am reaktionsschnellsten. Nimmt den Ball natürlich auch klasse mit und dann ist das ein wunderschönes Tor. Zum 1:0. Alex Hunter nach 13 Minuten. Also das hat hier gar nicht lange auf sich warten lassen, dieser erste Treffer. Ich habe ja gesagt, also das, was Newcastle hier an den Tag legt, ist schon allein in den ersten 10 Minuten besser als das, was man gegen Birmingham gemacht hat. Nochmal Hunter. Nochmal Hunter. Nochmal Hunter. Schade. Wäre mehr drin gewesen. Newcastle wirkt hier viel wacher als Sheffield. Nee. Gibt sogar Abstoß, das war nix. Wie reagieren die Hausherren auf dieses Tor? Das haben sie sich natürlich anders vorgestellt. Die Owls. Der Spitzname ist der Hammer. War allerdings nicht so stark gespielt auf Amobi. Kein Foul. Letztendlich Buckley am Ball. So, kommt jetzt mal die Flanke. Kommt jetzt mal eine Chance von Sheffield Wednesday. Ja, ein Abschluss ist da. Der Keeper boxt da auch den Ball weg. Glück für uns, dass da nicht mehr passiert ist. Alexander. Wunderschöne Bewegung. Also Newcastle macht das bisher nicht ganz so schlecht. Trotzdem sollte man in der Defensive wachsam bleiben. Und man sollte natürlich auch versuchen, dann irgendwann das zweite vorne nachzulegen. Mit einer Zwei-Tore-Führung verteidigt sich das auch ein bisschen angenehmer als mit so einem dünnen 1-0. Jetzt wieder die Gäste, die hinten nicht wach genug sind. Und so Sheffield Wednesday viele Räume bieten, die sie bisher, Gott sei Dank, für uns noch nicht nutzen konnten. Also, da haben wir wirklich ein bisschen Glück. Nochmal die Flanke. Und wenn das hier so weitergeht, dann ist das eine Frage der Zeit, bis wir hinten auch mal einen kassieren. Denn das ist zu luftig verteidigt, ganz einfach. Das kann auf Dauer kaum funktionieren. Auch so ein Konter kann mit drei Leuten nicht funktionieren. Aber das ist ja kein Problem, was uns erst seit heute plagt. Jetzt gibt es einen Freistoß. Entschuldigung, ich habe gerade hier am Kabel gezogen, aus Versehen. Ja, Pfosten! Außenpfosten! Getroffen von Sheffield Wednesday. Die hier besser in die Partie kommen. Mobi, die Flanke. Da ist Alexander, aber der ist zu nah an den Fünfer dran gespielt. Sodass da ganz schwer wird für einen Stürmer. Da der Keeper den natürlich einfach aus der Luft pflücken kann. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, der Ball auf Hunter. Hunter, Alex. Hunter dreht nochmal um, legt den nach hinten. Das war im Endeffekt, glaube ich, sogar die beste Lösung. Der Winkel, ja, für ihn wurde da ein bisschen zu spitz, meine ich.
Oh, dann der Ballverlust. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Sheffield Wednesday ist hier wirklich nicht zu unterschätzen. Das sollten wir uns hier immer wieder bewusst machen. Erste Halbzeit neigt sich jetzt dem Ende. 1:0 nach 45 Minuten für Newcastle United durch einen Treffer von Alex Hunter. Jetzt heißt es trotzdem weitermachen. Wir dürfen uns hier wirklich nicht auf dieser Führung ausruhen. Das geht nach hinten los. Starkes Tackling. Damit die Balleroberung, dann ein Foul. Lässt der Schiedsrichter erstmal weiterlaufen. Pass auf Hunter. Immer noch Alex Hunter. Verliert den Ball. Hätte ja wahrscheinlich mehr draus machen können. Dann Foulspiel. Ah, muss man das pfeifen? Ich weiß nicht. Auch das pfeift er ab. Na, Schiedsrichter da mit sehr vielen recht kleinlichen Entscheidungen. So, und dann kommt Sheffield Wednesday eben vors Tor. Das war die Riesenchance zum Tor. Die Riesenchance. Und da hat Newcastle gerade ganz viel Glück gehabt. Die Defensive passt da heute irgendwie noch nicht so wirklich. Hunter. Und das war gut gespielt. Sissoko mit dem 2:0. Ein absolutes Traumtor, wie er den da unter den Querbalken setzt. Hunter hat das Ganze, glaube ich, auch mit eingeleitet. Ja, das ist Hunter, Williams, Sissoko und aus 13 Metern ein Abschluss, wie du ihn eigentlich nicht besser durchziehen kannst. Unhaltbar. Absolut unhaltbar. Also zwei schöne Tore sind es dann insgesamt. Und das Tor hier fällt in eine Phase hinein, in der Sheffield Wednesday gerade dabei war, hier so ein bisschen was wie Druck aufzubauen. Das ist natürlich dann bitter. Aber sie kommt trotzdem 2:1. Wunderbares Solo. Aber was ist denn da auch mit der Defensive los? Joao, der hier einfach mal losfährt. Dann sehen alle nur noch die Rücklichter. Er bringt die PS auf die Straße und schießt übers Ziel. Wunderbarer trockener Schuss aus 16 Metern. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und Joao, also, ja, mit einem starken Treffer, der aber auch, ja, ein bisschen geschenkt wurde von der Newcastle Defensive. Kein Foul. Sissoko. Hunter. Sheffield Wednesday wird jetzt gleich nochmal den Druck erhöhen, da bin ich mir sicher. Jetzt erstmal der Ballverlust. Umschaltspiel Newcastle. Ne, so nicht. So nicht. Jetzt können wir wirklich froh sein, dass wir dieses zweite Tor da gerade noch so gemacht haben, sonst stünde es jetzt nämlich 1:1 und es wäre alles offen. Es ist nicht so, dass hier nicht alles offen ist, aber so haben wir wenigstens noch einen Vorsprung, mit dem wir arbeiten können. Sissoko geht dort gar nicht erst ins Kopfballduell. Ja, und so passiert es nämlich, dass du das 2:2 kriegst. Es zählt nicht. Es zählt nicht. Glück für Newcastle.
bei denen hier gerade ja nicht mehr ganz so viel läuft. Da bricht gerade eher ein bisschen alles zusammen. Richie. Immer noch Richie. Richie! Gutes Zeichen mal von ihm. Ja, der Eckball war auch gar nicht so schlecht. Jetzt bitte das Kopfballduell gewinnen. Wir gewinnen es nicht. Dallo. The Cells. Ah, und dann so ein Fehlpass. Und wieder ein Fehlpass. Das kann ja eigentlich nicht sein, wie wir hier Sheffield Wednesday die Bälle schenken. Ein Unding. Nächster Ballverlust. Nächster Flankenball und der landet auch bei Sheffield Wednesday und wir haben hier so viel Glück, dass es noch nicht 2-2 steht. Das ist unfassbar. Es kann nur eine Frage der Zeit sein. Es kann nur eine Frage der Zeit sein. Bis hier das 2-2 fällt. Sheffield Wednesday, die klar bessere Mannschaft. Jetzt vielleicht aber die Möglichkeit. Ne, Richie muss den besser auf Hunter spielen. So, und jetzt die Möglichkeit für Sheffield Wednesday, die Olds mit der Flanke. Oh mein Haar. Nochmal Richie. Einfach mit Tempo jetzt nach vorne. Richie mit dem Ball auf Hunter. Der wählt den Kopfball. Der wählt hier den Kopfball. Warum denn nicht mit Fuß? Damit hätte er es hier klar machen können. Alex Hunter hat die Chance hier auf dem Fuß gehabt. Zum 3-1. Und zur, ja, Entscheidung eigentlich. Jao mit einem absoluten Kracher aus der zweiten Reihe. Da bleibt einem mal kurz die Luft stehen. Unfassbar. Das war ein ganz schönes Geschoss. So, jetzt aber der Ballverlust, mit dem Newcastle nicht arbeiten kann. So, langer Ball nach vorne. Ne, so nicht. Nachspielzeit läuft. So, nochmal die Möglichkeit. Hunter kommt nicht ran. Es gibt Eckstoß. Und solange wir im Ballbesitz sind, heißt das, dass Sheffield Wednesday nichts machen kann. Und das war's. Wir gewinnen mit 2-1, am Ende dann doch relativ knapp. Aber wir gewinnen, holen 3 Punkte gegen Sheffield Wednesday, die hier ein starkes Heimspiel gemacht haben, sich leider nicht belohnen. Das ist Fußball. Glück gehabt. Also Sheffield Wednesday war gerade zum Ende wirklich die bessere Mannschaft. Das ist dann einfach so. Alex, your form, I think it is in a good moment, no? Ja, im Moment läuft. Everything's just clicking into place out there, you know? Like I don't even have to think about it. That is the key, Alex. Do not overthink. Just to play. Keep up the good work. Also ein Lob vom Trainer. Das nehmen wir gerne an. Okay. Geht in Ordnung. Dann würde ich sagen, war das doch dann heute ganz erfolgreich.
125.000 Follower auf Twitter. Ist jetzt auch gar nicht so schlimm, also, ne? Kann man auch mitarbeiten. Bei mir könnt ihr die letzten drei Zahlen streichen. So, und wir sind dann jetzt auch bald eine 69, das ist auch erstmal ganz gut. Für heute soll es das von mir allerdings erst einmal gewesen sein. Ich würde mich recht herzlich fürs Zusehen bedanken und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt FIFA 17 mit Alex Hunter bei The Journey. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!